Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben im letzten Video uns mit XML auseinandergesetzt und festgestellt, wir können dieses Format einsetzen, um beliebige Objektgraphen, die wir haben, in ein String- oder ein Byte-Format zu bringen, je nachdem, wie man dann eben diese XML-Knoten abspeichern möchte, binär oder als Text. Und wir werden jetzt eben uns die Klasse Data Contract Serializer anschauen, die in .NET existiert und die neueste API darstellt, mit der man eben Objektgraphen in ein gewisses Format oder in XML letztendlich umwandeln kann. Und dazu werden wir eben auch Kontakte verwenden. Wir werden diese Sachen hier löschen, die wir hier nutzen. Und das Erste, was wir eben machen, ist, dass wir unsere Kontaktklasse aufbauen. Also wir haben gesagt, das Ganze hat eine ID, diese Kontakte. Dann haben wir natürlich hier einen Namen oder Vorname, um genau zu sein. Dann haben wir hier natürlich auch den Nachname. Dann haben wir hier eben hier den vollen Namen, wie wir es schon im... Das war natürlich Blödsinn, hier möchte ich einen String haben. Hier haben wir bloß einen Getter, wo wir eben sagen, wir geben Vorname und Nachname konkateniert zurück. Dann haben wir eine Telefonnummer. Und zu guter Letzt haben wir noch die E-Mail-Adresse. So, der nächste Schritt, nachdem wir jetzt diese Klasse sehr spartanisch aufgebaut haben, ist, dass wir diese Klasse für den Data Contract Serializer aufbereiten müssen, indem wir das Data Contract Attribute auf sie anwenden und Data Member. Damit wir das machen können, müssen wir die Assembly System Runtime Serialization einsetzen, die in .NET oder die bei Konsolenprojekten standardmäßig noch nicht referenziert wurde. ReSharper hat das jetzt automatisch für mich gemacht, aber ich nehme es nochmal weg. Also, damit wir das Data Contract Attribute auf diese Kontaktklasse anwenden können, müssen wir jetzt eben einen Rechtsklick auf References machen, Add Reference, und dann können wir hier im Punkt Assemblies eben aus den .NET Assemblies die Assembly System Runtime Serialization auswählen. Wenn wir die hinzugefügt haben, dann können wir eben diesen Namespace einbinden, der genauso heißt, System Runtime Serialization. Und wenn wir das gemacht haben, wird unser Data Contract Attribute auch richtig aufgelöst. Also wichtig, der Data Contract Serializer ist nicht unter den Assemblies, die standardmäßig von einem Konsolenprojekt referenziert werden, vorhanden. Aber wir können sie einfach hinzufügen. Warum mache ich das jetzt? Der Data Contract Serializer, diese Klasse, nutzt Reflection, um Attribute auf Klassen auszulesen, die ich dort gesetzt habe. Und anhand dieser Attribute teile ich ihm sozusagen mit, was soll denn von meiner Klasse eigentlich alles serialisiert werden. Beispielsweise haben wir hier die Eigenschaft voller Name, die bloß einen Getter hat und sozusagen eine Hilfsmethode darstellt, mit der ich eben Vorname und Nachname nach diesem bekannten Schema konkatenieren kann, ohne dass ich das im Code immer einzeln machen muss. Dieses Ding möchte ich natürlich eigentlich nicht serialisieren. Was ich aber sehr wohl serialisieren möchte, ist eben die ID, der Vorname an sich, der Nachname, den vollen Namen eben nicht. Ich mache hier nochmal Leerzeichen dazwischen, damit man das besser unterscheiden kann.
Ich habe jetzt sozusagen mit dem Data-Member-Attribut alle Mitglieder der Klasse ausgezeichnet, die der Data-Contract-Serializer serialisieren soll. Das kann ich eben auf Eigenschaften anwenden oder auf Felder direkt. Üblicherweise macht man es aber mit Eigenschaften, weil die eben auch die normalerweise die API nach außen hin von einer Klasse für Felder darstellen. Okay. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, können wir in unserer Main-Funktion mal ein paar Instanzen dieser Klasse Kontakt erstellen. Wir bauen uns eine Liste auf, die eben aus solchen Kontakten besteht. Und ich erstelle mir hier jetzt eben Vorname wäre Walter, Nachname White. Das Alter haben wir jetzt gar nicht mit drin. Das könnte man ja rein theoretisch noch einnehmen, aber müssen wir auch nicht machen. Ich setze hier einfach nur die ID auf 1 fest. Und er soll meinetwegen eine bestimmte Telefonnummer haben. Und wir können uns dann noch einen zweiten Kontakt machen. Der heißt eben Jesse Pinkman. Der hat eben die ID 2 und der hat keine Telefonnummer, sondern eine E-Mail-Adresse eben unter dem Punkt, was weiß ich, jesse@yo.com. Schließen wir das ab. Damit haben wir eben diese Liste jetzt initialisiert. Und wir möchten jetzt eben noch eine Klasse schreiben, die nennt sich Persistenz-Service und mit denen kann ich eben alle Klassen, die eben mit den entsprechenden Attributen ausgestattet sind, über den Data Contract Serializer in eine Datei schieben. Also ich schreibe eine neue Klasse, die nenne ich Persistenz-Service und ich möchte hier eben jetzt eine Methode haben, die heißt speichere Objekt Graph. Dazu brauche ich natürlich einen Pfad, zu welcher Datei das passieren soll, und natürlich ein Objekt, das, oder ich parametriere das gleich so, die Root Objekt. Das ist eben der Einstiegspunkt in unseren Objekt Graph. Wenn wir uns nochmal zurück in Sinn zu unserem Skript, dann haben wir ja gesagt, ein Objektgraph ist einfach sind mehrere Objekte, die sich irgendwie untereinander referenzieren. Und ganz einfache Objektgraphen sind beispielsweise hier solche Listen, die eben mehrere Objekte enthalten. Und hier wäre das Root-Objekt eben die Liste, denn über dieses Root-Objekt komme ich direkt in diesem Fall sogar an alle anderen Objekte in diesem Objektgraph dran und diese werden natürlich dadurch auch mit serialisiert. Also wenn wir von Objektgraphen ausgehen, dann wäre jetzt in diesem Fall eben das Root-Objekt die Liste und alles, was über die Felder dieser Objekte dann referenziert wird, wird ebenfalls mit serialisiert. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Ich mache einen Try Finally Block, damit ich eben die auftretenden Exceptions nicht daran hindern, dass ich die entsprechenden Streams zumache. Ich mache mir hier jetzt einen XML-Writer. Ein XML-Writer ist im Prinzip sowas ähnliches wie ein Stream-Writer und der wird eben eingesetzt, um in Streams XML-Elemente reinzuschreiben. Hier setze ich ihn erstmal auf Null und hier versuche ich ihn dann eben zu initialisieren. Das heißt, ich baue mir erstmal einen Filestream und hier erstelle ich eben mir einen Filestream, der eben auf diesen besagten Pfad zeigt und FileModeCreate einsetzt, um diese Datei entweder zu erstellen oder zu überschreiben. Und dann erstellen wir uns unseren XML-Writer. Das macht man nicht über den Konstruktor direkt, weil dieser privat ist von den entsprechenden Klassen, sondern man nutzt eine sogenannte Factory Method, die auf XML Writer definiert ist und statisch ist, die create heißt.
Und hier können wir jetzt eben einen String reingeben. Ein Stream, Entschuldigung. Und wir können auch noch ein Settings-Objekt reingeben, in dem wir eben festlegen können, wie sich dieser XML-Writer verhalten soll. Hier kann ich beispielsweise festlegen, dass das XML, was erzeugt wird, eben eingerückt wird automatisch und dass für die Einrückung eben 4 Leerzeichen eingesetzt werden sollen. Und das Letzte, was ich noch mache, ist, dass er den Stream, den er kapselt, den ich ihm hier in den Konstruktor oder in diese Factory Method mit übergebe, eben automatisch mit schließen soll, wenn auf ihn Close aufgerufen wird. Wenn ich das habe, dann kann ich mir jetzt besagten Data Contracts Serializer eben erstellen. Data Contracts Serializer. Und hier gebe ich jetzt eben bloß in der einfachsten Überladung für diese Konstruktoren eben den Typen an, der hier serialisiert werden soll. Also in diesem Konstruktorschritt wird sozusagen schon der Data Contract Serializer damit beauftragt, hey, guck mal an, kannst du diesen Objektgraph hier entschlüsseln? Kannst du alle Referenzen, die dieses Root-Objekt hat und die dann auch indirekt immer wieder weitergeführt werden, alle serialisieren? Und das Letzte, was wir dann noch machen, ist, dass wir Data Contract Serializer Write Object aufrufen. Wir geben ihnen diesen XML-Writer mit, den wir hier haben, und das Root-Objekt, das letztendlich serialisiert werden soll. Und das war's auch schon. Mehr müssen wir als Programmierer in dieser Hinsicht nicht schreiben. Wir können jetzt beliebige Objektgraphen einfach hier in diese Methode mit übergeben. Und der Punkt ist eben jetzt, dass wir hier noch überprüfen müssen, wenn dieser XML-Writer ungleich 0 ist, dann müssen wir ihn eben schließen. Das soll auf jeden Fall passieren, egal ob hier innerhalb dieses Try-Blocks eine Exception fliegt oder nicht. Deswegen benutzen wir hier in dem Finally-Block, der ausgeführt wird, auf jeden Fall, wenn dieser Try-Block zu Ende ist, egal ob eine Exception geflogen ist oder nicht. Wir haben hier allerdings keine Catch-Blöcke, also kommen Sie jetzt nicht in die Versuchung zu denken, dass wir hier die Exceptions, die hier auftreten, behandeln. Das kann diese Klasse Persistenz-Service von sich aus gar nicht selber machen, denn sie hat ja überhaupt keine Mittel, um beispielsweise eine Fehlermeldung auf der Konsole auszugeben. Und das ist auch nicht der Sinn davon. Wir wollen ja diese Klasse in verschiedenen Projekten wiederverwenden, egal welche Art von Oberfläche. Und wir können sie deshalb auch nicht mit den entsprechenden Informationen ausstatten. Ich schreibe jetzt im Falle des Fehlers auf die Konsole folgende Fehlernachricht. Das wäre nicht der richtige Weg, um diese Klasse zu schneiden. Ja, dann probieren wir das Ganze gleich nochmal aus. Wir erstellen uns hier dann ein Objekt unseres Persistenz-Service. So. Und sagen dann einfach Persistenz-Service.SpeichereObjektGraph. Und wir geben hier eben jetzt an, das soll in einer Datei namens, das lege ich mir gleich nochmal hier als Konstante, erstmal schnell fest, Constant String, Dateiname ist eben kontakte.xml. Dann gebe ich hier eben diesen Dateiname an und sage dann, dass er bitte diese komplette Liste eben speichern soll. Okay. Wir schieben, naja, lassen wir es nochmal hier, weil wir werden gleich noch das Laden auch in diese Klasse mit implementieren. Und wir schauen jetzt mal an, was hier tatsächlich dann passiert. Wir haben ja keine Ausgabe, wir erstellen hier diese Liste, erstellen hier diesen Persistenz-Service. Auch nochmal interessant, wir sind über diese Konstante hinweg debuggt, weil es keine Anweisung ist, so wie wir es hier sehen. Das ist tatsächlich ein vom Compiler hardcodierter Wert. Deswegen ja auch const. So, und wenn wir jetzt speichere Objektgraph aufrufen, dann stellen wir uns hier eben erst den Filestream, der eben im selben Verzeichnis liegt wie unsere Datei, unsere Assembly, Entschuldigung. Dann den XML-Writer mit den entsprechenden Einstellungen. Und dann erstellen wir den Data Contract Serializer und jetzt wird eben der Serializer genutzt, um das Objekt über den XML-Writer zu schreiben.
Zack, das hat offensichtlich funktioniert. Keine Exceptions, wir kommen in den Finally-Block, gucken, ob dieser XML-Writer ungleich 0 ist und rufen jetzt Close auf. Und damit ist unsere Methode vorbei. Wir sind am Ende der Main-Funktion und können jetzt tatsächlich mal hier in unser bin-debug-Verzeichnis gucken und sehen jetzt hier eben Kontakte-XML. Und diese Sache können wir natürlich jetzt einfach mal in Visual Studio öffnen und schauen, was er so geschrieben hat. Also es sieht ein bisschen anders aus als unser Beispiel XML, aber immerhin sehr ähnlich. Wir haben hier eben ein Array of Contact. Das ist eben seine Art, hier Kontakte auszudrücken. Wir haben hier auch einen XML Namespace mit I und den Default XML Namespace hier gesetzt. Wie gesagt, funktioniert ähnlich zu dem, was die Sharp Namespaces machen. Und hier haben wir tatsächlich jetzt einen Kontakt drin mit der ID 1, Nachname, Vorname, Telefonnummer und die E-Mail ist eben nicht mit angegeben. Bei Jesse ist es eben andersrum, dass die Telefonnummer nicht angegeben, aber wir haben eine E-Mail-Adresse. Und das ist wirklich der einfachste Code, den Sie schreiben können, um Objekte in einem Rutsch in eine Datei zu schreiben. Gut, dann kommen wir doch gleich zum zweiten Teil dieser Aufgabe. In der Form, dass wir natürlich jetzt das, was in dieser XML-Datei steht, auch noch laden müssen. Und dazu bauen wir uns eine zusätzliche Methode auf diesen Typ. Wir geben hier jetzt eben den Objektgraph zurück. Wir nennen das eben LadeObjektGraph und bekommen hier natürlich nur einen Pfad für die entsprechende Datei rein, aus der wir eben laden sollen. Und was ich nicht vergessen sollte, dass ich dann auch diese LadeObjektGraph-Methode mit einem Generic. So, wo ist jetzt? Ach ja, VoidT ist nicht so klug. Benutzen wir es doch so. Im Prinzip ein ähnliches Vorgehen. Hier brauchen wir jetzt eben einen XML-Reader anstatt eines XML-Writers. Den setze ich natürlich am Anfang auch auf 0. So. Auch hier machen wir bloß einen Finally-Block. Die Exception, die auftreten könnte, sollte eben an anderer Stelle behandelt werden, nicht direkt in hier, wo sie eben mit auftreten kann. Wir benutzen jetzt einfach gleich mal eine Überladung des XML-Reader.create-Methode, die automatisch einen Filestream intern mit erstellt. Also wir benutzen XML-Reader.create und wir haben eben bei diesen Angaben hier die Möglichkeit, dass wir sofort bloß die URI, den Uniform Resource Identifier, ist da die Angabe, eben also den Pfad zur Datei, könnte man es auch nennen, den wir hier öffnen möchten. Und diese XML Reader Klasse wird dann eben intern einen Filestream erstellen, der eben genutzt wird, um dann diese Sachen auszulesen. Also wir machen hier direkt bloß die Pfadangabe, das sollte funktionieren. Und wir können hier auch natürlich XML Reader Settings mit wieder übergeben. Hier müssen wir eigentlich bloß angeben, dass Close Input auf True ist, aber das sollte eigentlich standardmäßig sowieso der Fall sein. Also ich glaube, das brauche ich gar nicht angeben, weil wir den Filestream ja nicht direkt übergeben an diese Factory Method, sondern eben diese Create-Methode den Filestream selber mit erstellt. Ja, einen Data Contract Serializer brauchen wir natürlich noch. Diesmal ebenfalls für den Type of T. Und was wir jetzt eben machen ist, wir casten das, was zurückkommt, als T und suchen bloß Data Contract Serializer Read Object auf eben diesen XML Reader. So, und genauso hier im Finally-Block muss ich eben wieder überprüfen, ist dieses Ding ungleich 0? Und also wann ist es denn 0? Theoretisch, wenn irgendwie hier bei Create eine Exception aufgetreten ist.
kann durchaus passieren. Die Datei, die uns übergeben wird, existiert nicht oder wird gerade von einem anderen Prozess gebraucht. So. Aber das ist jetzt eben auch wieder sehr wenig Code. Im Prinzip sind es die wichtigen Sachen, sind diese drei Zeilen hier. Der Rest ist bloß dazu da, dass unsere Funktion im Fehlerfall richtig funktioniert. Und natürlich können wir jetzt nach dem Speichern auch sagen, dass wir jetzt die geladenen Kontakte eben über den Persistenz-Service wieder laden. Wir hätten hier eben gerne eine List of Contact und eben für unseren Dateinamen. Okay. Dann schauen wir doch mal an, ob das auch funktioniert. Also wir können dann natürlich auch sagen, wir laufen dann mal durch diese geladenen Kontakte durch und sagen hier console.writeLine für Kontakt voller Name. Und dann geht's los. Schauen wir mal, was passiert. Also das erste wird uns nicht mehr groß überraschen. Wir überschreiben eben die entsprechende Datei. Wir sehen hier auch Visual Studio bemerkt, diese Datei hat sich geändert. Das heißt, wir können hier sagen, aktualisiere dich mal, aber es wird nichts anderes drinstehen als vorher. Das hat Visual Studio eben gemacht, weil ich sie hier noch geöffnet habe. Aber der Inhalt ist komplett der gleiche wie vorher. Und wir laden jetzt eben diese Kontakte auch wieder. Und können jetzt hier durchlaufen und diese beiden geladenen Kontakte eben wieder ausgleichen. Das ist eben das umgekehrt Analoge zum Speichern. Wir laden hier eben den Objektgraph und bekommen direkt eine Liste von Kontakten wieder zurück, so wie wir es erwarten würden als Programmierer, damit wir damit weiter ordentlich arbeiten können. Wir kriegen hier keinen String, wir kriegen hier kein Byte Array, sondern einen Objektgraph. Und das ist das Wichtige, was wir eben haben wollen, weil mit Objektgraphen können wir programmieren, mit Strings und Bytes zwar auch, aber es ist schon wesentlich unangenehmer, weil wir eben nicht die API, die uns die entsprechenden Klassen zur Verfügung stellen, einsetzen können. Ja, auf eine Sache möchte ich noch eingehen. Wichtig ist, diese Objekte hier und diese, die wieder geladen werden, also diese Liste inklusive dieser Objekte hier, und die geladenen Objekte entsprechen nicht dem gleichen Speicherstand. Ich werde auch noch mal genauer auf diese Punkte im nächsten Video eingehen, aber wenn Sie Objekte laden, dann kriegen Sie nicht genau die gleichen Objekte wieder wie hier oben, also im Hinblick auf eben gleiche Speicheradresse. Ja? Die Inhalte der Objekte sind natürlich gleich, also wir haben hier jeweils eine Liste von Kontakt und dieser Kontakt oder diese Liste hat eben jeweils hier dann zwei Kontaktobjekte drin, wo eben Vorname der Walter, White und so weiter. Also die Daten sind komplett gleich, aber es sind nicht die gleichen Objekte. Ich werde im nächsten Video, wie gesagt, nochmal genau darauf eingehen, wenn wir uns das eben visualisieren. Und das sollten Sie aber im Kopf haben. Wir als Programmierer empfinden nämlich, dass die Kontakte, die in dieser Liste stecken, eigentlich komplett gleich sein müssten mit den Kontakten hier oben. Also wenn wir sozusagen hier den ersten Kontakt mit dieser Liste, mit dem ersten Kontakt dieser Liste hier oben vergleichen, dann sollte eigentlich True rauskommen. Wird es aber nicht machen, das können wir auch im Intermediate Window mal schnell ausführen. Das Intermediate Window ist eben eine Möglichkeit, in der wir einfach während des Programms debuggt wird, Befehle absetzen können, um beispielsweise mal Sachen zu vergleichen. Also ich möchte eben jetzt Kontakte an der Stelle 0 mal mit Equals aufrufen für geladene Kontakte an ebenfalls der Stelle 0. Da sollte ja in beiden Fällen der Walter White drin stehen mit ID 1 und der Telefonnummer. Der Punkt ist, dass ich mich hier verschrieben habe. Geladene Kontakte, also ich habe hier aus Versehen ein N mit hinzugefügt, das müsste ich noch ändern. Der Punkt ist jetzt hier eben bei diesem Vergleich kommt false raus. Ja, woran liegt es?
Standardmäßig ist es ja so, wie auf der Klasse Object implementiert, dass Objekte genau dann als gleich gelten, wenn sie an der gleichen Speicherposition liegen. Das hat Equals und GetHashCode so implementiert. Und wir möchten aber eigentlich einen Vergleich haben, wenn Objekte irgendwie die gleiche ID haben oder die gleichen Werte, dann sollen sie als gleich gelten. Und das ist eben jetzt noch nicht der Fall. Im nächsten Video werde ich aber darauf eingehen, wie man das beheben kann. Wichtig ist einfach bloß, dass Sie verstehen, wenn ich einmal persistiere und dann diese Daten wieder lade, dann sind diese Daten, was Gleichheit angeht, eben nicht gleich, wenn ich diese Standardimplementierung von Object nicht ändere. Ja, damit bin ich am Ende dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald.